Hey Leute, ich bin's wieder, euer Showcazoo. Heute mit einem Showcase für Luke. Und ja, gucken wir mal, was hier so rumliegt. Gut, wir haben einmal Lumi, Susano, Rogue, Fuko, Kaito, Chasun, Koppa, Fedora. Okay, jetzt wird's einigermaßen Standard. Okay, gucken wir mal, was hier so rumsteht. Oh, der Dark Barbaric King. Also von meinen Guildmates haben ihn zwei. Mir wurde gesagt, dass der Dark Barbaric King sehr, sehr gut ist für Dungeons. Okay. Ja, der Dark Barbaric King ist auf jeden Fall gut. Heb ihn dir auf jeden Fall mal auf. Ich habe gehört, er soll sehr gut sein für Dungeons, aber ich sehe jetzt keinen Skill, wieso er das sein sollte. Aber es gibt da bestimmt einen Grund für. Sie ist eine von den neuen. Sie ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Die Fähigkeit ist ein bisschen trickreich. Du kannst es, denke ich, verwenden mit Chasun zusammen, weil es reduziert zwar die Heilungen, aber mit Chasun hast du ja eben den Balance und da ist es egal, wie viel du heilst. Klar, die Heilung wird von Chasun auch niedriger gemacht, aber durch den Balance kannst du dir auch noch eventuell einen Vorteil erkämpfen. Aber ich gebe dir jetzt erstmal ein Dungeon-Team, das ich dir empfehlen würde, so, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich würde auf jeden Fall Lumi reinnehmen. Lumi ist gut, du machst eh schon ihre Skills, ihre Runen. Def, HP, HP. Nein, Def, Def, Res. Okay, ich würde auf jeden Fall eine HP-Rune mit dazu tun. Am besten zwei. Also ich würde hier und hier eine HP-Rune reintun und hier vermutlich eine Speed-Rune. Du kannst natürlich auch sowas spielen wie Speed, Def, HP. Wäre meiner Meinung nach die besseren Lösungen und schauen, dass du ein bisschen Accuracy bekommst, dass der erste Skill auch Dots macht. Dann würde ich Chasun mitnehmen. Chasun, Triple HP und Violent irgendwas. Also Violent Will, Violent Nemesis. Irgendwie sowas. Aber du hast dir ja vielleicht meinen How-To-Rune Supporter Guide angeguckt. Wenn ich als nächstes ins Team mit reinnehmen würde. Ja, komm, was soll der Geiz? Nicht jeder hat ihn. Nimm den Barbaric King als Damage mit. Runen, Attack, Crit Damage, Attack oder Attack mit Qualrunen oder Violent-Runen, also mit Qual- oder Gewaltrunen und versuchen Accuracy auf 50% zu bekommen. Ungefähr. So würde ich es machen. Dann haben wir zwei Heals, einen Damage-Dealer. Dann nimmst du noch Megan mit. Ja, Megan, ihre Runen sind okay, das sehe ich so schon. HP, HP. Hier würde ich auch noch HP reintun. Also am Anfang würde ich dir empfehlen, sie auf Speed HP, HP zu bauen. Später Speed HP Accuracy, weil du die Accuracy eigentlich auch haben willst für die Dungeons. Aber am Anfang tut es auch Speed HP, HP mit einem Speed Set und Speed Focus Set, so wie du sie hast. Wäre meine Empfehlung dafür. Und als letztes Monster würde ich Fedora cool finden. Der gibt Immunity. Er hindert deine Monster eine Runde lang am Sterben. Die andere Möglichkeit ist, einen Reviver mitzunehmen. Der Reviver hier ist crap. Den brauchst du eigentlich nicht. Wenn du irgendwo noch eine Michelle rumliegen hast, zum Beispiel, dann wäre die ganz gut. Ich weiß nicht. Nicht jeder hat eine Michelle, aber du hast zum Beispiel eine Michelle. Sie ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Reviver. Auch gerund mit Gewalt und Speed HP Prozent, HP Prozent. Endure Substat, Nemesis Subset oder Frost Subset. Irgendwie sowas. Oder Will. Genau, dann sollte das Dungeon Team eigentlich schon relativ gut funktionieren. Meiner Meinung nach brauchst du keinen Fuko. Ich habe Fuko ja hier vorne gesehen. Anstatt Fuko würde ich eher
Lur spielen. Lur hat auch den AOE Defense Break und macht noch gleichzeitig die Attack Bar runter. Fuko hat zwar auch einen AOE Defense Break, was ziemlich cool an ihm ist. Hier. Aber macht nur eine Attack Speed, Angriffstempo slow. Mit Lur hast du vielleicht sogar noch die Chance, einfach mal den Gegner eine Runde zu klauen, also zweimal dran zu kommen, wenn man irgendwie Lur und Megan spielt zusammen. Genau, er ist meiner Meinung nach Fusion Monster, also für Fusion, weil er nicht allzu stark ist mit den Runen, wenn du die Runen wahrscheinlich deiner Feuerassassine oder deinem Windphantomdieb geben würdest, dann würde das Ganze wahrscheinlich um einiges besser sein, zum Beispiel. Ich bestreite nicht, dass er Schaden macht, aber er ist halt leider nicht allzu gut. Rogue, wenn du ihn zum Farmen brauchst, benutze ihn, aber ich würde ihn dir nicht empfehlen zu Sixtern. Kaito ist eher mehr der Endgame-Damage-Dealer, also würde ich ihn mir mal aufheben, aber mich nicht weiter auf seine Sachen konzentrieren, weil Wind-Damage-Dealer sind selten gebraucht und er ist halt einfach eine Solo-Target-Nuke und die sind eher fürs Endgame. Koppa ist ein sehr, sehr starker Endgame, ein sehr, sehr starkes Endgame-Monster. Kann auf Vampire-Runen Aiden Forest farmen. Eigentlich ein ganz cooles Monster, aber ich würde mich im Moment auch nicht drauf konzentrieren. Ja, Fedora finde ich cool. Ist eine Immunity-Quelle, eine Endure-Quelle. Auf jeden Fall mal aufheben, genauso wie Konamiya. Sie brauchst du meiner Meinung nach nicht unbedingt. Ich meine, du hast sie geschenkt bekommen, hebst sie dir mal auf, sie ist ein Four-Star-Monster. Sie ist, denke ich mal, auch ganz gut. So eine Kind of Darien-Buff. Mit dem zweiten Skill ist der. Okay, ist das Brandmal. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Kann man ein bisschen Schaden machen. Hätte den Selbst-Buff besser gefunden, aber mit dem Brandmal kannst du auch was anstellen, dass ein anderer Damage, der mehr Schaden macht in der Arena. Aber ich würde sie auch erstmal auf der Seite lassen und nicht benutzen. Ramagos aufheben auf jeden Fall. Ja, ihn habe ich ja mit reingenommen. Ja, Julien. Die meisten Leute unterschätzen Julien. Julien ist sehr, sehr stark. Julien hat eine höhere Base Attack wie Lucian. Meiner Meinung nach muss er aber auf Rage Blade mit Attack Crit Damage Attack geruht werden, weil er einfach so einen Mörder Schaden raushaut und durch den letzten Skill schon von selber stunt, dass du meiner Meinung nach kein Qualset auf ihm drauf brauchst, weil du hast hier eine Stun-Chance, du hast hier eine Stun-Chance, wenn du crittest, und hier hast du sowieso eine Stun-Chance. Du hast so viele Stun-Chancen, du brauchst keinen Despair auf ihm. Deswegen, also kein Qual auf ihm. Deswegen würde ich ihn einfach pur Rage Blade mit Attack Crit Damage Attack spielen und einfach alles töten. Mit einem AOE Defense Break, wie zum Beispiel Lure zusammen, macht Showtime mördermäßigen Schaden. Also, wenn du Bock hast, die zwei zu bauen, würde ich dir sogar empfehlen, sie zusammenzubauen und dann sind sie ziemlich sick. Also, Lur muss dann ziemlich schnell sein und braucht viel Accuracy und er muss einfach fett Schaden machen und dann zerstörst du ziemlich viel mit dem Team. Ja, sie ist leider Food. Der einzige Epicurean Priest, der richtig schlecht ist. Rina ist schlecht und alle anderen sind gut. Und sie ist halt nun mal richtig schlecht. Keine Ahnung, ob man mit ihr noch irgendwie was spielen kann, aber ihr Schaden ist halt nicht so. Keine Ahnung, Porno. Man kann schon ein bisschen rumspielen, nur die Sache ist die, der letzte Skill regeneriert deine HP um 100%, wenn der Feind, den du angreifst, stirbt. Das heißt, wenn du was tötest, bekommst du wieder volles Leben. Schön und gut. Das muss mit dem Skill hier sein, der skaliert man vermutlich auf Attack. Sonst würde ich sagen, man kann es mit dem Skill hier versuchen, weil der auf Max HP skaliert, baue sie auf Full Tank und AP Crit Damage HP. Funktioniert aber, denke ich, nicht, weil das hier auf Attack skaliert. Deswegen ist sie einfach Crap. Bis sie mal ändern oder so, keine Ahnung. Wenn sie das vorhaben. Sie ist leider sehr getargetet von einem Belladon, von einem Darien, deswegen eher problematisch, aber ihr Schaden sollte ganz gut sein. Ja, Darien, keine Frage, kennt jeder gutes Monster. Michelle habe ich dir schon empfohlen, weil sie ein sehr guter Reviver ist. Und ja, das war's dann auch soweit erstmal. Gut, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Tut mir leid, dass das Ganze ein bisschen spät war.
Ich habe versucht, es ein bisschen auszuwarten, dass mich noch einer fragt nach einem Showcase, dass ich zwei in einem Video machen kann. Ist nicht passiert, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dir gleich dein Video, bevor ich dich noch länger warten lasse. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn noch Fragen sind, dann poste sie mir einfach in die Kommentare und dann versuche ich sie so gut wie möglich zu beantworten. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Tschüss.